Ich danke dem Schiller-Institut für die Einladung zu dieser Veranstaltung wie dieser, die in allen Strömungen des wirtschaftlichen Denkens wiederholt werden sollte. Angesichts der äußerst ernsten Lage, in der sich Lateinamerika im Kontext einer so schwierigen internationalen Situation befindet. Die Herausforderungen, die das Ende der angloamerikanischen Hegemonie mit sich bringt, die neue Schuldenfalle und ein neuer Kalter Krieg, versetzen unseren Kontinent in eine besonders verletzbare Lage gegenüber zerstörerischen Kräften, die einerseits ihre Rentabilität wiedererlangen und andererseits im Kontext eines Prozesses der monetären, kommerziellen und technologischen Fragmentierung ihr eigenes Lager zusammenhalten müssen. Technological fragmentation, which could involve conflicts within our continent. Dies könnte zu Konflikten innerhalb unseres Kontinents führen, die mit der Dynamik der Spekulation, der Geldwäsche und anderen Problemen, die nichts mit dem zu tun haben, was Produktivkapital und Investitionen im Produktivkapital sein sollten, verbunden sind. Wir müssen viel stärker in den dynamischen Prozess eingebunden werden, der sich um Asien als Pol bildet. Aber vor allem in das Potenzial Eurasiens, das der große Albtraum der amerikanischen Geopolitik ist. Ich halte es für unabdingbar, für diese Dinge zu kämpfen, indem wir eine neue Finanzarchitektur schaffen, die die Grundlage für eine neue Friedenspolitik der Entwicklung unserer Kontinente sein könnte. Eine neue Finanzarchitektur innerhalb unserer Länder auf kontinentaler Ebene, auf der Ebene der Wiederbelebung des Geistes von Bandung. Insofern, als Indonesien jetzt den Vorsitz der G20 innehat, in der das Erbe Sukarnos wieder zu tragen kommen sollte. Mit der Einheit der Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens beim Aufbau einer neuen Definition der Süd-Süd-Zusammenarbeit, aber auch um für eine neue Finanzarchitektur zu kämpfen. Diese neue Finanzarchitektur erfordert zuallererst eine neue Art von Währung. Keine Währung, die an die Ausbildung und Spekulation gebunden ist, die das Weltmonopol des Dollars über Liquidität, Finanztransaktionen und Kredite definiert hat, sondern eine Währung, die neue Bereiche der Kommunikation zwischen den Völkern erschließt, die Integration, Brüderlichkeit, Produktion, das kreative Potenzial der Menschen vertieft. Und dies erfordert eindeutig die Errichtung von Brandmauern.